Xavier ist ein bisschen sprachlos jetzt gerade, ne? Erstmal der Blick der Jury auch, ne? Diese Blicke so. Und Xavier so, nicht schlecht, das finde ich gut. Das ist jetzt gar nicht schlecht hier. Mal eben, passiert jetzt langsam mal was. Da hätte ich vielleicht ihm gesagt, Pride. Swallow my pride. Und nicht swallow my pride. Weil deren Gesichter, ich kann nicht mehr. Oh Gott. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Let's go, bevor wir starten, aber nochmal ganz kurz. Du willst besser singen lernen? Dann schau mal bei tanjalevyvocalstudio.com. Dort gibt es Gesangsunterricht, verschiedene Übungspakete, Warm-ups und Gesangsanalysen schon ab 13,99. Wie singst du mit Power? Was ist Mix-Voice und wie kann ich Töne treffen? Hol dir jetzt ganz bequem für zu Hause dein Übungspaket oder buche direkt mit Tanja eine Gesangsstunde auf tanjalevyvocalstudio.com. Sehr schönes Kleid an, by the way. Say something, I'm giving up on you. Schöne Stimme, wow. Say something, I'm giving up on you. Wow, da hat er natürlich jetzt gerade echt einen Jump gemacht, so, ne? Ich meine, dass das Original nicht gleich sofort so einen Jump macht, ne? Sondern dass die sich ein bisschen mehr Zeit lassen beim Aufbau. Sehr schöne Stimme. Sehr schönes Timbre, sehr schöne warme Stimme auch und natürlich gleich auch durchgepowert. Das ist immer das, was ich sage. Versucht wirklich von 0 auf 100 zu gehen, weil ihr habt wenig Zeit. Ihr wollt ganz schnell zeigen, was ihr drauf habt, was ihr stimmlich drauf habt, wie eure Stimme ist. Und das ist das Beste, was er machen konnte, ist, dass er gleich nochmal irgendwie einen Ton höher gegangen ist. Super, sehr gut. Sehr schön. It was over my head, and I know nothing at all. Ja, also auch sehr schön. Guck mal, dieser Titel, der steht ihr jetzt wirklich Tag und Nacht besser als das Dance Monkey. Ich hatte das Gefühl gehabt bei Dance Monkey, dass das jetzt nicht so ihr Titel war, ne? Sondern aber da hörst du schon direkt mal raus, das ist ihr Titel eigentlich vom Dinge, ne? Was sie jetzt auch gemacht hat bei diesem Small, Small, da hat sie so ein kleines Riff eingebaut, sehr schön auch, Small. Und sie singt das Ganze auch so ein bisschen luftig, trotzdem, also nicht ganz hundertprozentig luftig, trotzdem klarer Stimmansatz. It was over. Also ganz pianissimo, ganz lean back und hat auch was sehr Zerbrechliches. Ne? Und ihr merkt auch, ihr müsst jetzt mit einer ganz anderen Emotion arbeiten. Eine Emotion bedeutet auch, dass du dich jetzt stimmlich anpassen musst. Du kannst dann nicht, it was over, it was over, and I'm feeling so small. Das heißt, andere stilistische Merkmale kommen jetzt zum Vorschein. Vocal fry, hauchig. It was over, pianissimo, lean back. Weiter geht's. Super. Erster Eindruck auf jeden Fall schon mal klasse. Wir gucken mal. And I, er ist gut. We'll auch tolles, tolles Riff am Ende. To love. Just gut. Jetzt ja auch ganz viel Kinn benutzt. Ich sage ja immer auch Vorsicht mit Kinn. In meinem letzten Video zu Gesangsbattle Ariana vs. Demi, da sprechen wir auch über das Thema Kinn benutzen bei Runs. Ne? Da streiten sich jetzt eigentlich auch wieder die Geister. Wir wollen also im Grunde genommen beim Singen immer gucken, dass wir vielleicht nicht ganz so sehr das Kiefergelenk beanspruchen. Ne? Das ist natürlich auch schwierig, gerade wenn man es auch gewöhnt ist. Aber ihr seht, er hat zum Beispiel jetzt sehr viel das Kiefergelenk benutzt bei diesem Run. Also das ist auch, wie gesagt, die Gesangswelt streitet sich darüber. Man muss natürlich immer gucken, wie fühlt man sich am Ende und wie beeinträchtigt das jetzt die Stimme langfristig, ne? Ja. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I wanna follow you. Oh, 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 oh.
Oh, super. Da hat sie richtig durchgepowert jetzt auch, ne? Und das hat sie in einem Atemzug auch gesungen. Was, und natürlich in die, ist in die Knie gegangen. So Körpereinsatz, wahrscheinlich auch einfach wohlfühlt, den Körper beim Singen einfach zu benutzen, ne? Also es gibt ja einfach Leute, die mögen jetzt nur so stehen und die wollen gar nicht den Raum benutzen körperlich. Aber sie ist, es scheint jemand zu sein, der sich auch damit wohlfühlt und jetzt sagt, oh, ich zeig jetzt nochmal die ganze Emotion, ich gehe jetzt hier nochmal auf die Knie oder ich nehme einfach die Körperarbeit mit dazu. Ne? Say something, I'm giving up on you. Das ist wirklich super klasse. Deren Gesichter, ich kann nicht mehr. Oh Gott. You're the one that I love. And I'll say it. Da ist er jetzt auf Praid gegangen. Praid. Ungefähr so. I swallow my pride. Da hätte ich vielleicht ihm gesagt: Pride. Swallow my pride. Und nicht swallow my pride, weil du dann zu i-lastig bist, rein theoretisch. Wir wollen immer gucken, dass wir die Vokale modifizieren und dass wir dann eben nicht zu sehr die i's benutzen, sondern eher auf a's gehen oder e's oder o's, ne? Dass man das vielleicht so ein bisschen... Aber das sind jetzt wirklich kleine Anmerkungen. Also wir reden jetzt hier vom Feintuning, ne? Weil das ist schon ganz gut. Und DSDS hat ja auch unterschiedliche Niveaus, ne? Die Kandidaten haben ja auch unterschiedliche Niveaus, sage ich jetzt mal so. Sie hat echt schöne lange Haare, das muss man mal auch sagen. Eine tolle Figur auch. Das war jetzt auch ein bisschen. Aber ich hab dir das jetzt gehört bei dem And I. Da ist es jetzt so, hatte so einen Luftausstoß am Ende. And I. So ein Recoil Breath, nennt man das. Das machen ganz viele Sänger und die machen das auch unbewusst. Ich glaube, ich mache das sogar auch, wenn ich mich nicht konzentriere beim Singen, um technisch gut zu sein. Ja, also And I. Das kannst du dich auch abstellen. And I. And I. Das ist so musikalische Phrasierung. Man nennt es auch einfach Ausdruck. Ne? Dieser Ausdruck. And I. So my pride. Genau, er ist auf pride. Für viele bequem, das I jetzt zu benutzen. Es ist einfacher als das A. Pride. Wobei ich finde es A auf A einfach, aber jeder hat einen anderen Wohlfühlvokal. Es ist tatsächlich so. Goodbye. Richtig gut durchgepowert und den haben sie rausgekickt. Was ist los, Leute? Echt. Also, Petition unterschreiben, Tanja Levy bitte in der Jury. Anerkennen von Gesangstalenten. Der war gut, auf jeden Fall. Also, der hat richtig jetzt Gas gegeben. Man hört natürlich bei DSDS immer so einen leichten Autotune heraus, ne? Oder halt einen Filter, muss jetzt auch nicht Autotune sein. Kann irgendwas anderes sein. Auf jeden Fall hört man auf jeden Fall diesen Filter heraus. Aber jetzt habt ihr gesehen, er hat jetzt richtig Gas gegeben. Also, er ist in seiner Bruststimme, hat er jetzt richtig durchgepowert, hat einfach mehr Druck gegeben, mehr, ja, einfach mehr Power. Du kannst ja auch mit dem Druck arbeiten, ne? Wie viel Druck willst du jetzt ausüben, ne? Du willst nicht so einen Überdruck haben. Da brechen dann die Stimmbänder, ja, dann entstehen solche, können Cracks entstehen, weil da einfach zu großer Druck ist und dann können die Stimme nicht standhalten, dann ist das so ein subglottical pressure. Aber hier hat er richtig sehr schön und es war auch bequem für ihn. Also man hat auch gehört, dass das eine bequeme, dass es eine bequeme Tonlage für ihn ist jetzt, um da durchzupowern, ne? Meine Nase ist so verstopft, es tut mir total leid, aber ich habe jetzt schon was gegen meine Allergie genommen, weil ich hier ist richtig... Ich weiß nicht, was los ist. Erstmal der Blick der Jury auch, ne? Diese Blicke so. Und Xavier so, nicht schlecht, das finde ich gut. Das ist jetzt gar nicht schlecht hier. Mal eben, passiert jetzt langsam mal was. Und ich bin auch so ein Kollege, der dann irgendwie... habt ihr das gesehen? Wobei, ganz ehrlich, Leute, die kriegen von mir auf jeden Fall schon 100 Punkte, weil
Körper, die Körper berühren. Diese ganzen Berührungen, also ich kann das nicht. Also ich könnte es, glaube ich, nicht. Ich kann nicht, wenn jetzt jemand anders mich so anfasst oder so, dann geht's nicht. Nee, das kann ich einfach nicht. Also ich bin so ein Mensch, der... Für mich, also das kostet auch sehr viel Überwindung, Körperkontakt. Das ist jetzt sehr authentisch, sehr nahbar, sehr intim auch inszeniert worden von den beiden. Hut ab. Ich glaube, mir wäre es vielleicht doch ein bisschen too much Körper. Gerade wenn es zum Beispiel jemand wäre, der richtig gut aussieht, dann geht das schon mal gar nicht. Also ich könnte jetzt nicht irgendwie da mit so jemandem hübschen auf der Bühne und so. Nee, komm, also da breche ich zusammen. Da würde ich keine drei Töne treffen. Keine drei. Something I'm giving up on. Und habt ihr auch mal bei der Chiara gesehen, bei dem Follow, da ist sie sehr schön offen gewesen. Guck mal, wie der Mund auf war bei beiden, ne? Wie sie da jetzt diese musikalische Phrasierung gemacht haben und dabei auch den Mund offen gehalten haben. Die haben nicht zu früh den Mund zugemacht, ja? Wenn du jetzt mal direkt bei ihr reingehst und schau mal. Anywhere I wanna follow. Oh, nicht follow. Follow. Das heißt, das Follow öffnet sich dann ab einer bestimmten Tonlage. Du hast dann Follow you. Ich singe es jetzt gerade mal auf Kopf. Aber Follow you. Super. Sie gemacht hat, das nennt sich im Englischen Ascending. Das heißt, du riffst praktisch von unten nach oben ab. Gehst halt von einem tieferen Ton in den höheren und versuchst halt nicht in die Kopfstimme zu brechen, sondern gegebenenfalls in die Bruststimme oder Mix oder eben Belt, was auch immer du da möchtest. Ne? In dem Fall ist sie von einem tieferen Ton zu einem höheren hochgerannt oder hochgerifft. Say something I'm giving up on you. Da ist sogar der Dieter sprachlos. Ich glaube, Pedro fängt gleich an zu weinen. Ja, ich will mir jetzt gleich nochmal angucken, was die jetzt zum Schluss gesagt haben. Das Video wird wahrscheinlich jetzt komplett geblockt dann, weil ich gucke immer nur die ersten Ausschnitte an. Aber ich will jetzt wissen, was die Jury sagt. Also, das fand ich super. Das hat so richtig seine Klicks. Ich habe jetzt, wie gesagt, nicht alles gesehen aus dieser Staffel. Ich sage ja auch immer ganz selten meine Meinung. Ihr kennt mich ja mittlerweile. Meine persönliche Meinung, sondern ich erkläre Begriffe, veranschauliche, was dort passiert. Dass es dort viele waren, die einfach so glatt gebügelt waren, die richtig gut singen könnten. Aber mir fehlt halt diese Individualität auch so in gewisser Hinsicht, als um zu sagen, ich kaufe jetzt mal so eine Platte, ne? Also ich möchte einen Künstler und ich möchte den mit Ecken und Kanten haben und ich will deren Story und ich möchte, wenn der singt, dass er mir sein Herz, wenn er jetzt auf Silbertablett legt, dass ich dann auch emotional mich identifizieren kann. Das hatte ich jetzt das Gefühl gehabt mit so einem Auftritt, weil das war so authentisch, so nahbar gesungen, das war so raw, sagt man im Englischen auch, ne? So, ja, einfach authentisch und das ist es. Man will halt diese emotionale Bindung mit der Audience erstellen, aufbauen, ne? Und das sind die richtigen Titel auch so. Und wenn man dann natürlich eine Chiara, die eigentlich deutlich besser singen kann, dann so einen Dance Monkey gibt, dann hat sie eigentlich gar nichts von. Wirklich nicht. Ach, ich bin total verschleimt in der Nase. Das ist wirklich, also, es ist schon wieder echt halb zwölf hier. So, wir gucken jetzt mal, ich möchte jetzt mal wissen, was die Jury sagt. Xavier ist ein bisschen sprachlos jetzt gerade mal. Oh mein Gott! What? Rewind, please. Was ist jetzt da passiert? Oh Gott, an dieser Musik auch. Ich kann nicht mehr. Oh Gott. Oh, der Dieter. Hat er es nur gut gemeint, hat er sich hingeknallt jetzt. Kann nicht wahr sein.
Ja, wir machen jetzt mal bis hierhin. Ich habe jetzt mal so ein bisschen weitergeguckt. Das Video ist jetzt auch schon 20 Minuten. Das ist jetzt auch nicht wenig tatsächlich. Ne? Aber ja, das war ein toller Auftritt. Und es ist doch schön. Also es ist doch schön, wenn man so eine künstlerische Entwicklung auch macht innerhalb so einem Format. Und es muss auch nicht immer was Schlechtes sein. Ne? Und das muss man eben halt sich genau überlegen, wenn man mitmacht. Es gibt halt eben Vor- und Nachteile. Dem muss man sich halt eben auch klar sein, so, ne? Aber natürlich gibt es die Möglichkeit, jedem Künstler einfach in so einem Format mitzumachen, Leute kennenzulernen, Freundschaften zu knüpfen, sich selber weiterzuentwickeln, mit Coaches zu arbeiten, auf der Bühne zu stehen, einem breiten Publikum ausgestrahlt zu werden. Und ja, ich, ne? Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über einen Daumen hoch, Abonnement mit der Klingel natürlich. Und schaut doch mal jetzt rein in die anderen Gesangsanalysen. Ja, ich drück euch aus der meiner Quarantäne. Und ich muss jetzt auch gleich unterrichten online daher. Ja. Schaut doch mal jetzt die anderen Gesangsanalysen, die ich von DSDS gemacht habe. Und die sind genauso witzig und genauso voll mit Informationen und Entertainment. Und ja, liebe Grüße und bis bald.